Christian Huber twittert, wie toll es doch ist, eine Frau zu schlagen. Und ganz vielen Leuten gefällt das. Hallo, ich bin Jens der Chris. Und das gefällt mir nicht. Die Frau, die da geschlagen werden soll, ist Frauke Petri. Und ich mag Frauke Petri auch nicht so sehr. Allerdings ist das für mich kein Grund, sie zu schlagen. Und wenn man bedenkt, dass sie schwanger ist, ist das für mich erst recht kein Grund, sie zu schlagen. Was das Ganze noch brisanter macht, ist, dass Christian Huber unter anderem freier Autor für die ZDF-Sendung Neo Magazin Royal ist. Und meine persönliche Meinung ist, dieser Aufruf zur Gewalt geht gar nicht. Und ich finde, Christian Huber sollte sich entschuldigen. Was ich noch schlimmer finde, ist, dass dieser Aufruf dazu beiträgt, dass Leute darin gestärkt werden, die AfD zu wählen. Und ihr seht, es gibt viele Gründe, dass es eigentlich Christian Huber leid tun müsste und er sich dafür entschuldigen müsste. Ich fordere von ZDF, dass wenn Christian Huber sich nicht dafür entschuldigt, Christian Huber keine Aufträge mehr bekommt. Denn hätte Christian Huber etwas Homophobes geschrieben, dann bin ich mir sicher, würde das ZDF nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, beziehungsweise hätte eine Entschuldigung verlangt. Übrigens auch interessant finde ich, dass der Grünen-Abgeordnete Helge Böttcher diesen Post als gefällt mir markiert. Und nachdem einige sich darüber aufregen, twittert er, wenn Rechtspopulisten mich in sozialen Netzwerken shitstormen, habe ich anscheinend alles richtig gemacht. Nein, hast du nicht. Und ich bin kein Rechtspopulist. Wenn jemand nicht erkennt, wann er einen Fehler gemacht hat, gehört er meiner Meinung nach nicht in die Politik. Das war meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Findet ihr, man darf Frauen schlagen, wenn man diese Frauen bescheuert findet? Oder würdet ihr die Ärzte zitieren und sagen, manchmal haben Typen wie du etwas auf die Fresse verdient? Wobei ich persönlich auch Männer schlagen nicht wirklich toll finde. Zum Abschluss des Videos wünsche ich dir noch Gottes Segen und vielleicht findest du hier eine Playliste, die dich interessieren könnte. Ich habe übrigens auch eine Playliste, die sich gezielt an Nazis richtet. Vielleicht ist das ja auch etwas für dich.